150 Lehrerinnen und Lehrer sind nach Freiburg gekommen. Dort findet der erste Kongress zum Thema Experimentieren in der Grundschule statt. Wie können naturwissenschaftliche Inhalte verständlich vermittelt werden? Welche Experimente für Schüler haben sich bewährt? Und was haben die Kinder denn überhaupt vom Experimentieren? Dazu sprach auch Professor Dr. Gisela Lück. Sie ist Chemiedidaktikerin an der Universität Bielefeld. Das Experiment ist ja immer mit, hat immer mit den Händen zu tun. Man nennt das auch als Hands-on-Experiment. Und damit wird die Sache im wahrsten Sinne des Wortes begriffen. Die Grundschulpädagogen sind durch die geplanten Veränderungen des Bildungsplanes besonders betroffen. Anja Wojcilka von der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg erläuterte sie im Auftrag des Kultusministeriums. Bei den Lehrerinnen und Lehrern ist klar, sie profitieren besonders von den Angeboten, die die Chemieverbände Baden-Württemberg als Veranstalter des Kongresses mit ihrem Dialog Schule Chemie machen. An 15 Experimentierstationen können hier einfache Experimente ausprobiert werden, kindgerechte Experimente, die man auch mit einfachen Mitteln in der Grundschule umsetzen kann, sodass man im Klassenverband gemeinsam experimentieren. Die Lehrerinnen und Lehrer packen an, greifen zu und diskutieren. Professor Lück zeigte, wie naturwissenschaftliche Bildung für alle Kinder verwirklicht werden kann. Ralf Müller, Geschäftsführer der Chemieverbände, erläuterte, warum die Verbände sich so intensiv um Schulen und den Nachwuchs kümmern. Experimente sind ein Schlüssel dafür, das Interesse an den Naturwissenschaften schon im frühen Alter zu wecken und zu fördern. Dies ist für uns als chemische Industrie besonders wichtig. Wir wollen damit erreichen, dass wir eine erste Orientierung in Richtung späteres Berufsleben bekommen. Eines der durch die Verbände geförderten Projekte bildete den Abschluss des Kongresses. Mit der Show Material Genial war das Science-Mobil nach Freiburg gekommen. Der Einblick in die Möglichkeiten und Ideen rund um moderne Kunststoffe bildete den gelungenen Abschluss des ersten Grundschulkongresses. Der zweite ist bereits in Planung. Er wird in der Region Stuttgart 2016 stattfinden.